So, weiter geht's. Willst du Tsushima noch immer verlassen? Hier gibt es nichts mehr für mich. Ich könnte deine Hilfe im Kampf brauchen. Du hast deinen Onkel, Jin. Du brauchst mich nicht. Ich brauche jeden Verbündeten, den ich habe. Viel Glück mit deinem Onkel. Komm doch mit, Yuna! Ach. Jin. Ihr seht gut aus. Mhm. Wir besiegen den Khan und den Feigling Ryuzo. Spießen ihre Köpfe auf die Zinnen meiner Burg. Doch ohne euch schaffe ich das nicht. Zählt auf mich. Ich hörte von euren Taten, als ich in Gefangenschaft war. Ihr wart brutal. Impulsiv. Ohne Ehre. Ich tat, was ich musste. Für euch. Ich weiß, Jin. Ich stehe ewig in eurer Schuld. Doch folgt diesem Weg nicht mehr weiter. Ganz Tsushima braucht unsere Führung. Retten wir unsere Heimat gemeinsam. Als Samurai. Was ist mit Yuna? Sie rettete mich und half euch zu retten. Dafür will sie nur eine sichere Fahrt zum Festland. Sobald das Meer wieder frei ist, gern. Falls sie hilft, meine Burg zurückzuerobern. Hab Dank, Onkel. Wir reiten diese Stunde. Ja, Fürst Shimura. Ich muss nach den anderen sehen. Ja, ist ja gut, dass wir erstmal was zum Schreiben finden hier. Das ist ja schlimm. Was habe ich denn hier alles für Zettel? Ja. Yeah. So, was haben wir denn hier? Part Nummer 24, 5. Bin auch schnell mit dem Hund. Alles klar. So, 28 haben wir, ne? Super. Gut. Weiter geht's. Ich will eigentlich mit meinem... Oh, Glückwunsch zum Boss schaffen. Ja, wir haben das erste Gebiet soweit fertig, Justin. Aber wir sind hier noch nicht ganz durch. Also dementsprechend... Ja. Yeah. Während des derzeitigen Ziels ist keine Schnellreise möglich. Was ist denn jetzt? Optional, sprich mit deinen Verbündeten. Mach dein Pferd im Stall bereit. Okay, aber wo sind denn jetzt meine Verbündeten? Da ist doch schon mal einer. Sakai, ihr habt gestern gut gekämpft. Euer erste Drittel lief. Sensei. Habt ihr Neuigkeiten über eure Schülerin? Ich hörte, eine japanische Bogenschützin hilft den Mongolen in Akashima. Das muss Tomoe sein. Ich reise zu einem Lager von Überlebenden an der Küste. Sie könnten mehr wissen. Ich suche euch dort auf, Sensei. Ihr habt mein Wort. Mhm. Ich habe ein paar Neuzugänge. Bauernstrohhut, Stirnband, Schlangenstirnband. Nee, brauche ich nicht. Ich finde die normalen Strohhut eigentlich ganz chillig. Hier sind all meine Waren. Das ist alles, womit ich zurzeit dienen kann. Ja, hier kann ich nicht viel machen. Ich kann mit meinen Verbündeten noch allen sprechen. Ich weiß nur nicht ganz, wo die alle rumgammeln.
Aber ansonsten... sieht das eigentlich ganz gut aus. Was sagte dein Onkel? Da haben wir sie doch. Fürst Shimura gewährt dir Überfahrt zum Festland, wenn du uns hilfst, seine Burg zurückzuerobern. Das ist nicht mein Kampf, Jin. Dies ist unser aller Kampf. Beweise Fürst Shimura deinen Wert und er wird dich belohnen. Versprochen. Fürst Sakai, es ist Zeit. Typisch Samurai. Die Leute bis aufs Letzte ausnutzen. Ja. Steig auf dein Pferd. Na dann. Ich will wieder frei handeln können. Ich habe keine Lust mit dem Alten da jetzt schon Wir weiter. Reiten nach Toyotama, Fürst Sakai. Na gut. Die Brücke ist kaputt, doch die Mongolen wissen nicht von dem alten Waldpfad. Hier lang. Onkel, verzeiht, dass ich euch nicht früher befreite. Ihr müsst euch nicht bei mir entschuldigen, Jin. Ich sah, was die Mongolen unserem Volk antun. Ihr müsst Schreckliches durchgemacht haben. Aufgeblasener Mongolenkriegsherr kann mich nicht brechen. Er lernte unsere Sprache, hielt euch am Leben. Worauf ist er aus? Ich sollte ihm bei der Eroberung unseres Festlandes helfen. Er bot mir Reichtum, Macht, Frauen. Er dachte, ihr würdet euer Volk hintergehen? Für diese Anmaßung allein werde ich ihn töten. Erzählt mir von der Frau, die euch gerettet hat. Yuna ist tapfer, loyal und eine gute Kämpferin. Laut Ishikawa ist sie eine Diebin. Sie ist ein bisschen ruppig, hat aber ein gutes Herz. Überlegt gut, wem ihr vertraut. Ryoso war auch einst euer Freund. Uns stehen schwierige Kämpfe bevor. Ich muss mich auf meine Leute verlassen können. Ihr habt meine volle Unterstützung. Und Yunas. Vor langer Zeit beherrschte Chaos diese Insel. Es waren die Samurai, die Ordnung brachten und ganz zu Shima einten. Wir müssen dem Volk zeigen, dass ehrenhafte Samurai weiter für dieses Land kämpfen. Es wird Zeit, dass ihr nach Hause geht und die Rüstung des Sakai-Clans beansprucht. Sie ist unbenutzt, seit mein Vater starb. Was war, kann euch nichts tun. Das habe ich jetzt nicht verstanden, was er damit sagen wollte. Was war, kann euch nichts tun, aber wahrscheinlich soll ich keinen Schiss davor haben, die Rüstung meines Vaters zu tragen. Riecht ihr das auch? Verbranntes Holz. Und Menschen. Monster. Im Süden haben sie auch Gehöfte geplündert. Aber nie so. Das ist die Rache des Khans für meine Flucht. Wir müssen alle übrigen Höfe retten. Ohne sie überleben wir den Winter nicht. Ich sorge dafür. Was haben sie getan? Eine Mongolenpatrouille! Meldet sie nieder! Die Marme platt. Autsch. Die Wölfe des Khans. Sie sollen das Volk im Norden zerfleischen. Na komm her, Sora. So, dann reite mal vor, Onkel. Ja,
Du sollst nicht kuscheln, du sollst vorreiten. Danke. Dim, 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 dim. Die Mongolen haben den Leuchtturm. Wir entfachen seine Flamme, zeigen dem Khan, dass wir kommen. Und geben dem Volk Hoffnung. Wir müssen zu unseren Leuchttürmen und alle erneut entzünden. Ja, natürlich. Ich kann nicht schnell genug absteigen, aber... Blöder Hund. Jetzt aber. Das weiß ich nicht. Aber grüß dich, Johnny the Ace. Eigentlich nichts eingestellt. Ich glaube, Twitch hat generell seine Werbepolitik ein bisschen umgeschaltet. Dementsprechend kann ich dazu nichts sagen. Ja, man kann es auch übertreiben. Sie rufen Verstärkung! Bringt sie zum Schweigen! Schön, dass du wieder da bist. Dich wieder zu sehen. Ja, Speere, ne? Wir können ja drei Pfeile flattern, diese Lappen. Ja, natürlich. Mein Freund. Haha, das kann ich auch, du Lappen. Ja, natürlich. Ja, ich weiß. Gut gekämpft. Wir verdienen Schlimmeres. Verstärkung. Sie wollen uns einen Kessel. Ich hätte gern ein bisschen mehr. Ein bisschen mehr Dingsbums. Leben und so ein Kram. Juna,
Was tut sie denn hier? Da ist ein Kriegstrupp hinter mir. Sie haben Sprengstoff. Machen wir es uns zunutze. Nehmt euren Bogen. Mädchen nieder! Tötet sie alle! Pfeile, 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 ich will mehr Pfeile haben. Fuck. Aber gut. Super, ich habe wieder einen Kunai bekommen. Super duper. Aber warum ist sie hergekommen? Du wirst also für uns kämpfen? Ich muss weg von dieser Insel. Und Taka auch. Wir sind noch nicht fertig. Auf zum Leuchtturm. Wir entzünden die Flamme erneut, zeigen den Mongolen, dass der Sieg bei Burg Kaneda erst der Anfang war. Und den Khan, dass wir ihn holen kommen. Ja, muss ich zum Leuchtturm, ne? Er müsste da hinten sein. Gut, dass du hier bist, Yuna. Ihr wart eine wirkungsvolle Ablenkung. Ich lebe, um zu dienen, meine Herren. Wir brauchen mehr Krieger wie dich, die für uns kämpfen. Um sie zu finden, müsst ihr wohlmöglich zuerst euren Horizont erweitern. So, jetzt wieder Pfeile, wunderbar. Jetzt muss ich nur gucken, wie ich den Leuchtturm am besten... Hier ist alles voll. Sollte ich eigentlich keine Probleme haben. Wir haben beim Leuchtturm zu tun. Sagt, was ihr wollt, und dann geht. Yarikawa hat viele Krieger. Sofern die Stadt noch steht. Ich beendete die Yarikawa-Rebellion. Die Menschen dort mögen mich nicht. Ich weiß. Ich bin von dort. Lerntet ihr dort das Stehlen? Yuna bewundert euch wirklich sehr, Fürst Shimura. Sie kann ihr Volk überzeugen, für euch zu kämpfen. Nun denn. Helft Fürst Sakai, die Armee aufzustellen. Und ihr seid auf dem ersten Schiff zum Festland. Mit meinem Bruder. Warte auf mich in Alt-Yarikawa. Danke, Jin. Ich will ja jetzt... Oh Mann. Das ist jetzt der Weg, den ich machen muss. Ich wollte doch eigentlich noch ein bisschen... Naja. Na gut. Ich habe keine Ahnung, wie der da hochkommt, der alte Mann, aber... Oder muss ich hinter dem herrennen? Wir sollten unsere Botschaft schicken. Ich hoffe, der Khan sieht das. Wird er. Wir erobern eure Burg zurück, Onkel. Und vernichten die Mongolen. Super. Als ehrenhafte Samurai. Das klingt nach einem Plan. Kehrt heim und holt die Rüstung eures Vaters. Rekrutiert die Bauern von Yarikawa. Ich werde den Shogun um Verstärkung bitten. Wie gelangt eure Nachricht zum Festland? Ich habe ebenfalls zwielichtige Freunde. Ein Pirat namens Goro in der Omugi-Bucht schuldet mir etwas. Wenn er lebt, finde ich ihn. Bringt ihn zu mir in unser altes Jagdlager. Wir werden uns bald wiedersehen. Bis dahin... Ich habe das Gefühl, dass er es nicht ganz freiwillig machen wird. Ich darf euch nicht verlieren. Aber das kriegen wir hin. Hör der Frau zu. Wir befreiten hier einen mongolischen Gefangenen. Einen Kriegsmönch. Er möchte mit euch sprechen. Kriegsmönch? Ich gehe zu ihm. Okay. Die Mongolen besiegten unsere Samurai nur deshalb,
weil sie in der Überzahl waren. Ihr irrt euch. Ich sah die Schlacht von der Klippe aus. Ich sah, was der Khanfürst Adachi antat. Mit dem Öl und der Fackel? Davon hörte ich. Wo haben wir den Mönch? Der sieht doch. Er hat doch einen Mönchstab. Na gut, dann ist der das. Fürst Sakai, mein Dank an euch und eure Kameraden. Sagt, wo kommt ihr her? Zedern-Tempel. Mhm. Unsere Kriegsmönche ritten nach Süden, um die Mongolen zu bekämpfen, nach Komoda. Doch die Reise endete hier. Das tut mir leid. Was ist passiert? Wir wurden überfallen und gefangen genommen. In eine verschlossene Grube gesperrt. Ohne Essen. So dunkel, dass man die eigene Hand nicht mehr vor Augen sah. Ich glaube, sie holten Jogon zuerst. Wir hörten ihn sich wehren und rufen. Dann wurden Rufe zu Schreien. Dann kam der Brandgeruch. Aber wir ergaben uns nicht. Es waren nur 3 von uns übrig, da holten sie meinen Bruder, Enjo. Enjo? Der Wächter? Der Verlust tut mir leid. Er war ein großer Krieger. Ein noch besserer Bruder. Wie ist euer Name? Norio, mein Herr. Mhm. Gut. Interessant. Ich hoffe, der Ace ist noch da. Ansonsten wahrscheinlich hat die Werbung ihn verscheucht. YouTube, macht's gut. Ich mache jetzt nochmal kurz 5 Minuten Pause. Und dann sehen wir uns wieder. Vielleicht dann auch mit einem anderen Spiel. Mal gucken. Wir müssen ja nicht nur Ghost of Tsushima spielen, ne? Wie ihr wollt. Bis dann.